Friedrichshain-Kreuzberg. Hier hat die SPD bei der Wahl 17% verloren. Hier ist sie richtig abgestürzt. Chaos im Ortsverein und Wut auf das Spitzenpersonal. Der Landesverband Berlin machte heute seinem Ärger Luft, rebellierte gegen die Führungsspitze und präsentierte schon mal Personalvorschläge für die Partei. Wir müssen auch deutlich machen, dass wir den Neuanfang und den Neuaufbau der SPD ernst meinen. Und das muss auch verbunden sein mit neuen Namen und neuen Köpfen. Und wir haben eine Gruppe von Menschen in der Partei, wie Klaus Wowereit, Andrea Nahles, Sigmar Gabriel, Olaf Scholz, die jetzt schon zur Führung der Partei gehören und die auch in Ämtern neue Aufgaben übernehmen können. Das Café in Kreuzberg füllt sich am Abend langsam. Hier will die SPD-Basis die Ereignisse des Tages diskutieren. Mit dem Abgang der ersten Reihe sind sie im Ortsverein zufrieden. Ich glaube, dass die zweite Reihe die Gelegenheit hat, jetzt hier entsprechend ihre Akzente zu setzen und dazu beizutragen, dass wir die kommenden Jahre auch entsprechend besser bei der Bevölkerung für uns werben können. Man wünscht sich natürlich, dass man die Leute, die man eben noch beklatscht hat, anständig verabschieden kann. Und ihnen auch zeigen kann, dass man dankbar dafür ist, dass sie überhaupt für die Partei in den Ring gestiegen sind. Aber auf der anderen Seite ist es klar, wir brauchen einen Neuanfang. Die Zumutungen aus 11 Jahren Teilhabe an der Regierung sollen über Bord. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Agenda 2010, schlimmer noch die Rente mit 67, das muss geändert werden. Die Sozialdemokraten wollen ihr Herz, ihre Seele wiederhaben. Eine SPD, die wirklich die Nöte der Arbeiterschaft, der kleinen Leute ernst nimmt und diese auch programmatisch umsetzt. Dass sie dafür kämpft. Dass es wieder den kleinen Leuten etwas besser geht und nicht für größere Unternehmen, wie sie Steuern sparen können etc. oder für das Bildungsbürgertum, sage ich mal. Dafür ist die SPD nicht da, dafür gibt es auch genug andere Parteien. Ich kenne viele von den Älteren, die gesagt haben, naja, aber wir wählen noch. Ne? Aber so recht dahinter stehen sie nicht mehr. Sie wollen sich wieder so richtig links fühlen und nicht neidisch auf die Linke schielen. Für den Bürgermeister aus Mitte ist Rot-Rot kein Tabu mehr. Der Bann soll endgültig fallen und neue Machtoptionen möglich machen. Das Thema ist durch. In Berlin haben wir seit vielen Jahren eine rot-rote Koalition, die auch auf Erfolge zurückblicken kann. Nach dieser Bundestagswahl ist das Koalitionsthema auch auf Bundesebene durch. Wir sind frei in den Koalitionen, die wir in Zukunft eingehen können. Das wird nur noch von Inhalten abhängen. Die SPD sortiert sich neu. In Berlin wird dabei schon mal die Richtung vorgegeben. Es geht nach links. Wie weit? Darüber wird in Kreuzberg noch länger gestritten.